Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Vlogmas, muss ich ehrlich sagen, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, hey, ich werde jetzt mehr vloggen. Letztes Jahr, Anfang des Jahres, habe ich noch nicht so viel gevloggt, aber jetzt werde ich auf jeden Fall mehr vloggen. Und in meinem heutigen Vlog werden wir meinen Schminktisch neu machen. Das hatte ich euch ja schon angekündigt. Ich habe jetzt zu Weihnachten einen neuen bekommen. Der muss ausgebaut werden. Mein alter Platz muss abgebaut werden. Und außerdem werde ich euch so ein bisschen mitnehmen durch die Woche. Falls euch das Video gefällt, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir müssen jetzt erstmal hier in den Platz, ich zeige euch das jetzt mal. So, das ist jetzt mein aktueller Platz. Den Tisch werde ich verkaufen bei eBay Kleinanzeigen und ich muss jetzt hier alles frei machen. Und ja, und ich freue mich auf jeden Fall, den Tisch dann nochmal reinigen. Also einmal habe ich mir von IKEA diese Musik-Leuchten geholt, weil ich finde, die sehen so richtig aus wie Old Hollywood Leuchten von so einem schönen Tisch. Das Tolle ist, die sind mit Kabel, das heißt, man hat hier halt einen An- und Ausschalter und vor allem kann man halt die Glühbirnen wechseln. Das war mir ganz wichtig, weil alles, was ich bei Amazon gefunden habe, da konnte man nicht die Glühbirnen wechseln. Ich hatte erst zwei gekauft, habe dann aber gemerkt, das reicht nicht. Ich brauche drei, das heißt zwei an der Seite und einen oben. Und dazu habe ich diese Glühbirnen hier geholt. Die passen perfekt und die sind auch schön hell. Ich habe das schon getestet. Das sind diese hier auch von IKEA. Kannst du mal fokussieren. Da. Und zwar haben die 40 Watt und ich habe die hellsten genommen, die 470 Lumen. Und das Licht ist auch ganz schön. Und dann habe ich mir noch diesen Schmiegel geholt. Das wird dann mein neuer Kameraset. Das wird mein neuer Schminkspiegel sein, sozusagen vom Gegenüber. Das ist, welcher ist das denn? Langesund heißt er. Ja, und das ist der Schminktisch, aber den muss ich jetzt dann erstmal aufbauen. Der ist ja auch komplett verspiegelt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Tisch sauber. So, er ist sauber und ausgeräumt. Hallo. Und und jetzt muss ich noch Fotos machen, weil ich ihn halt auch bei eBay Kleinanzeigen einsetzen werde. Und dann fangen wir an, den neuen aufzubauen. Steht. Ach, war schon ein bisschen ein kleiner Krampf, das aufzubauen, muss ich sagen. Es ging halt leicht, man schafft es auch alleine, aber teilweise waren die Schrauben, brauchte man echt Kraft, um die festzuziehen. Verarbeitung würde ich sagen, von außen ist super, ansonsten, ja,
Weiß nicht, also er war ein bisschen wackelig, aber das kann auch an meinem Boden liegen. Ich habe jetzt erstmal was drunter gepackt. Und jetzt müssen wir halt, ich habe dann nochmal die Wand gestrichen, weil die war mega schmutzig. Und jetzt muss ich halt gucken, auf welcher Höhe ich meinen Spiegel anbringe. Und dann halt die Lampen. Dann das fertige Ergebnis. Leider hat meine Kamera keinen Ton aufgezeichnet. Ich bin wirklich super zu happy damit. Es war ein bisschen krampfig, diese Lampen anzubringen, aber es hat dann gut geklappt. Ich habe dann noch die Kabel ein bisschen schöner geklebt und ich bin sehr zufrieden. Wir haben heute, was haben wir heute? Sonntag, den 17. Einen Tag vor meinem Geburtstag. Morgen habe ich Geburtstag und werde ein Jahr älter. Endlich 29. Finally, I'm so happy. ja, mir geht's ganz gut, würde ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin gerade draußen spazieren, weil ich einfach raus wollte. Ich brauchte auf jeden Fall mal ein bisschen frische Luft. Und habe jetzt diese Woche auch Urlaub, weil eigentlich war mein Plan, als ich letztes Jahr diesen Urlaub hier eingeplant habe, dass wir ins Warme fliegen. Ich wollte gerne vielleicht, Thailand wäre vielleicht zu weit gewesen, aber nach Gran Canaria fliegen, weil ich einmal meinen Geburtstag im Warmen verbringen wollte. Ja, wie wir wissen, ist das alles nicht möglich und ja, und deswegen mal gucken, was ich die Woche machen werde. Auf jeden Fall morgen versuchen, irgendwie, wie es geht, ein bisschen meinen Geburtstag zu feiern. Dann wollte ich ein bisschen wieder was im Keller machen. Ich habe ein paar Arzttermine. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu tun. Aber ich werde die Woche auf jeden Fall rumkriegen. Und ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Seid alle gesund und ihr habt alle eine, trotz Corinna, eine schöne Zeit. Und es ist so schön, einfach mal rauszugehen und frische Luft. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal spazieren gehen für mich entdecke. Aber ich genieße das einfach. Ich höre dann einfach so entspannende Musik, Pianomusik oder Relaxing-Musik. Also jetzt nichts mit Gesang. Und ja, und gehe einfach spazieren. Und das bringt mich runter. Hallo, heute ist der nächste Tag und ich habe heute Geburtstag. Heute ist mein Geburtstag und ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht, weil ich jetzt gleich zu meiner Mama fahren werde und dort essen wir halt ein bisschen Kuchen und ja, durch Corinna kann man ja nichts machen und ich habe jetzt aber beschlossen, dass ich dieses Jahr meinen Geburtstag nachfeiern werde, auf jeden Fall. Ich wollte ja, mein Plan war es ja eigentlich, ich wollte wegfliegen, weil ich gesagt habe, ich will einmal meinen Urlaub im Warmen verbringen und dann wollte ich am Wochenende irgendwie eine Party machen, so wie immer. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass ich meine Party im Sommer machen werde, so wie die Queen, werde ich im Sommer meinen Geburtstag nachholen. Ja, das ist so mein Plan. Aber bisher ist nichts Aufregendes passiert. Und ja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Hello, wir haben heute den nächsten Tag. Oh, mein Geburtstag war gestern so schön. Ich hatte so viel Spaß und oh, so viele Leute haben mir geschrieben. Und Max hat mir einen wunderschönen Tag gemacht und dann doch bei meiner Mama. Es war wirklich ein wunderschöner Tag. Ich bin total dankbar auch für alle, die mir geschrieben haben, die an mich gedacht haben. Und es war ein sehr schöner Geburtstag, trotz der schwierigen Situation. Ja, ich sitze hier gerade noch im Auto. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich muss jetzt zum Arzt. Und im Moment ist es so, man freut sich wirklich über jeden Termin, den man hat. Das heißt, selbst ein Arztbesuch ist toll. Hauptsache, man kommt mal irgendwie raus.
Und ja, und danach wollte ich noch eine Kleinigkeit besorgen. Ich habe ja die Woche noch Urlaub. Und das Wetter ist heute so furchtbar. Also es ist nur am Regnen. Ganz, 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 ganz furchtbar. Ich bin jetzt hier vom Landesmuseum, weil man nur hier einen Parkplatz bekommt. Mal schauen, was der Tag sonst noch bringt. So, wir haben den nächsten Tag und heute ist nicht so viel passiert. Wir haben auch schon abends ganz spät. Heute ist aber meine Glasplatte bekommen für meinen Spiegeltisch, weil ich habe mir eine Glasplatte anfertigen lassen, die ich da drüber legen möchte, weil ich halt Angst habe, dass ich den Spiegel zerkratze oder er kaputt geht. Und ich zeige euch das mal. Ich habe insgesamt 25 Euro bezahlt von meinem Spiegel. Dort gibt man die Maße an und die machen das dann fertig. Und ja, und das lege ich jetzt dann da drüber. Und dann gucken wir mal, wie das dann gleich aussieht. Ich bin gespannt. Ist auch so abgeschliffen worden, dass man sich da nicht irgendwie schneiden kann. Und sitzt auch eigentlich, muss ich sagen, sogar recht fest. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Vielleicht werde ich mir so kleine Noppen holen, die ich drunter lege. Aber ich fühle mich auf jeden Fall so viel, viel sicher. Außerdem hat dann der Spiegel auch nicht immer diese Patscherfinger drauf. Und ja, sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall. Bei myspiegel.de habe ich die bestellt. Hallo meine Lieben, es ist schon einige Zeit später und ich möchte halt den Blog noch irgendwie abschließen. Im Moment ist hier bei mir gerade Land unter. Wir bekommen halt ja endlich neue Badezimmer. Da sind die Fliesen. Ich zeige euch jetzt schon mal eine Sneak Peek. Das wurde jetzt schon gemacht. Und ja, es wird bestimmt richtig, richtig schön. Der neue Boden, da kommt dann die Wanne hin und endlich habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein schönes Badezimmer dann und ich freue mich total. Ich zeige euch das natürlich dann auch, wenn es fertig ist. Und ja, in diesem Sinne werde ich jetzt hier den Blog beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst mir nicht ein Abo dazulassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann!